Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine total süße, schnelle, einfache und kleine Verpackung, die sich einfach super eignet für eine Kleinigkeit, für ein kleines Goodie. Ihr könnt es perfekt als kleinen Tischdeko vielleicht nehmen für einen kleinen Gruß. Ich habe jetzt hier einen kleinen Herbstgruß zum Beispiel gestaltet. Ihr könnt es natürlich auch super verwenden für Halloween. Zeige ich euch auch gleich eine Version. Ich zeige euch diese beiden, die sind jetzt nur von der Stempelfarbe unterschiedlich. Also einfach so eine kleine Halloween-Verpackung mit einer kleinen Süßigkeit drin. Hier habe ich nochmal eine Halloween-Verpackung gemacht mit einem kleinen Spinnennetz im Hintergrund. Ein Huhu, weil da die kleine Eule ist natürlich. Und da habe ich mir das Papier quasi gestempelt, so wie sozusagen ein eigenes Designerpapier gemacht. Und ihr seht, man braucht die Verpackung auch nicht kleben. Die kann man einfach so zusammenfalten. Da passt so eine kleine Schoki super rein. Und ich zeige euch jetzt auch mal noch meine anderen Herbstgrüße. Einmal diese beiden, das ist eben einfach, ich habe hier mit ein bisschen älteren Produkten gearbeitet. Der Spruch und das Papier ist ein bisschen älter, aber ich finde es so schön immer noch und fand, es passt da ganz gut mit so einem kleinen Blümchen. Hier nochmal eine andere Variante. Also ihr seht, ihr könnt da alles draus machen und ihr könnt da aber auch super einen kleinen Adventskalender draus machen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Und was ich da reingepackt habe, vielleicht habt ihr auch eine Freundin, die gerne bastelt und wollt ihr so eine Kleinigkeit vor die Tür stellen oder ins Büro einer Kollegin hinstellen. Das wäre vielleicht eine ganz süße Idee, wenn man so eine Bastelfreundin hat, so einen kleinen Radiergummi für Tapser, wo man die Stempelfarbe irgendwo hingetapst hat aus Versehen. Den habe ich bekommen von einer lieben Kundin von mir und ich fand den einfach total super, habe den jetzt ausprobiert und mir gedacht, für meine Mädels ist das genau das Richtige, denn meine Mädels bekommen diese ganzen Verpackungen bei unserem Teamtreffen. Wie ihr seht, da sind schon einige zusammengekommen. Ein paar kommen noch rein und ich fand, das ist eine süße Idee. Und wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch einfach als Tischdeko hinstellen, wenn ihr eine Feier habt, dass dann entweder mit Namensschilder oder dass dann einfach jeder so einen kleinen Gruß mit einer kleinen Süßigkeit kriegt, weil die sind wirklich schnell gemacht. Genau, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Ich nehme jetzt einfach mir ein Designerpapier und schneide mir das gleich zu. Aber ich habe einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr ganz viele machen müsst, dann könnt ihr euch einfach ein großes 30x30 cm oder 30,5x30,5 cm Designerpapier nehmen und euch zuerst die Seite auf 9 cm schneiden. Ich mache das jetzt bei dem einfach auch mit. Also wir kürzen uns das auf 9 und dann würdet ihr euch das schon mal falzen, also die ganze Länge. Ihr könntet es auf 9 mal 30 cm schneiden und dann die ganze 9 cm Seite falzen und danach erst in 10 cm zuschneiden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe es jetzt gleich zugeschnitten, weil ich ja natürlich auf diesem Papier keine Falzen mehr haben möchte. Aber wenn mein Papier länger wäre, dann könnte ich da einfach gleich mehrere Verpackungen aus einem machen. Also aus so einem 9 cm Streifen mal 30 cm Papier kommen 3 Verpackungen raus. Und wenn man sich das gleich falzt, dann muss man halt nicht jedes einzeln falzen, sondern man falzt es, dann schneidet man sich das zu auf 10 cm, falzt noch den Rest und hat schon die ganzen Verpackungen. Okay, also ihr braucht ein Stück Designerpapier mit dem Maß 9 mal 10 cm. Und die 9 cm Seite, mit der fangen wir jetzt an, die liegt oben. Und die falze ich mir einmal bei 2 cm auf dieser Seite und einmal bei 3,5 cm. Also ich lege mir das immer auf dieser Seite hier an. Ich kann auch noch ein bisschen näher gehen. Und dann drehe ich mir das Papier einmal so rum, dass meine zwei Falzlinien jetzt auf der linken Seite liegen und mache das Ganze nochmal, also nochmal bei 2 cm und bei 3,5 cm falzen. Auch wieder hier angelegt. Und dann nehme ich noch die 10 cm Seite und falze mir das einmal rechts und links bei 1,5 cm. Also ich drehe mir das jetzt wieder so, dass mein Streifen, meine Falzlinie halt auf der rechten Seite liegt und nochmal bei 1,5. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, aber man kennt es eigentlich ganz gut. Also das ist meine 10 cm Seite mit 1,5 und 1,5, meine 9 cm Seite mit 2 und 3,5 auf beiden Seiten. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt schnappe ich mir einfach ein Lineal und meinen Falzstift und mache mir hier, ich zeige euch das gleich nach, diagonale Falzlinien rein. Und zwar, ich habe hier so eine Ecke und hier eine Ecke. Ich falte mir mal kurz die Linien nach, dass ihr das besser sehen könnt.
falze ich mir zuerst mal alle Falzlinien einfach mal nach. Ich glaube, dann kommt es in der Kamera ein bisschen besser raus. Genau. Also wir haben ja hier oben diese fünf kleinen Vierecke und immer in dem zweiten, also in diesem und in diesem, möchte ich diese Diagonale falzen. Und die falze ich genau von dieser Ecke hier, von dieser Falzlinie bis zu dieser Ecke. Ich denke, man kann es erkennen. Und das mache ich jetzt einmal außenrum. Ich zeige es euch auch gleich nochmal nah, dass ihr das genau sehen könnt. Aber ich falze mir eben genau von dieser Überkreuzung bis zu meiner oberen Linie und hier auch genauso. Dann seht ihr das? Ich halte euch mal so rein. Da sieht man die Falzlinien wieder nicht gut. Also hier ist eine Falzlinie. Ich kann mir die sowieso jetzt alle gleich mal nachknicken. Und hier ist eine Falzlinie. Und dann haben wir noch hier eine Falzlinie. Und hier. Und so sieht meine Verpackung dann aus. Und das war's schon. Das ist der ganze Trick von der Verpackung. Weil jetzt kann ich mir einfach, nachdem ich alle Falzlinien einmal nachgezogen habe, mir die einmal so zusammenrollen, wie so eine kleine Rolle. Und auf der unteren Seite fange ich jetzt einfach an und, also das ist eigentlich selbsterklärend. Entschuldigung, es war nicht im Bild. Klappt mir das einfach hier so rein. Seht ihr das gut? Und schon baut sich die Verpackung im Prinzip genauso hin. Jetzt kann ich das noch ein bisschen nachfalzen, meine beiden Kanten. Und schon habe ich so eine richtig süße kleine Verpackung mit so einem wunderschönen Rand. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite nochmal. Also da ist es jetzt schon eingeklappt, diese eine Seite. Die andere Seite auch. Also ich drücke mir das hier einfach nur so an und dann geht das Papier schon in die richtige Richtung. Also die Verpackung macht das eigentlich schon von sich aus. Falze mir das hier auch noch einmal schön nach und habe schon diese süße kleine Form, die einfach jetzt, wie gesagt, perfekt für ein Goodie ist oder für den kleinen Radiergummi oder so. Das passt da einfach super rein. Also super easy. Dann nehme ich mir einfach irgendein Geschenkband. Und zwar nehme ich mir jetzt das feine Geschenkband mit dieser Bestellnummer. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, von wo das Designerpapier ist. Das mache ich gleich. Ich schneide mir da einfach ein Stückchen ab und knote mir das zu. Aber wie gesagt, ihr könntet das jetzt auch einfach so lassen. Also das hebt auch so. Da müsste man gar nichts außenrum machen. Das ist jetzt bei mir einfach nur so ein bisschen Deko, weil ich das halt ganz hübsch finde mit so einem feinen, leichten Band. Und wenn ihr wirklich was reintut, das vielleicht ein bisschen größer ist oder wo ein bisschen der Platz eng ist, dann ist natürlich ein Schleifchen ganz gut, weil es einfach noch ein bisschen fixiert. Aber eigentlich bräuchte man es nicht. Das schneide ich mir noch schön ab. Habe mir jetzt nur einen Knoten reingemacht. Also ich mache doch gar keine Schleife. So. Ganz süß mit dem Bändchen. Und dann geht es an die Deko. Jetzt zeige ich euch kurz mal das Designerpapier. Das habe ich nämlich am Anfang vergessen. Das Designerpapier ist dieses Papier, dieser Schneeflockentraum. Da habt ihr diese verschiedenen Blautöne. Ich habe da gar nicht mehr viel, seht ihr. Also ich bin schon ziemlich, habe schon sehr viel mit dem gearbeitet. Und dann schnappe ich mir einfach noch ein Reststück in Flüsterweiß. Für meine Deko. Jetzt habe ich wirklich irgendeinen Rest. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde ja dieses Eulenset so süß, das Eulenfest. Und da benutze ich jetzt, also das wäre die Bestellnummer, wenn ihr es braucht. Da könnt ihr zum Beispiel das Boo super benutzen fürs Halloween oder ein Hu-Hu. Das habe ich auch nur aufgestempelt und mit der Stanze, mit der wir auch gleich arbeiten, nur ausgestanzt. Also ich habe auch alles aufgestempelt und dann nur diesen Teil ausgestanzt. Wie gesagt, das Boo ist aus diesem Set. Auch der Kürbis mit der Eule ist aus dem Set und wir nehmen jetzt diese süßen kleinen Eulen, die einfach so putzig sind. Die finde ich passen da auch super drauf. Und dann nehme ich mir gleich auch noch die Stanzformen, entzückende Eulen, weil da gibt es eben diese perfekte Stanzform für diese kleinen Mini-Eulen. Und auch hier gibt es zum Beispiel auch das Spinnennetz und natürlich auch diesen Kürbis. Kann man sich da einfach ausstanzen. Genau, dann stempel ich mir das jetzt einfach mal auf Flüsterweiß in Memento. Einmal mein Spruch. Hier mache ich es jetzt auch so. Ich brauche nur dieses für dich. Also ich stempel mir den ganzen Spruch auf, der ist aus dem gleichen Stempelset. Und will jetzt nur dieses für dich haben, dann schnappe ich mir die Stanze klassisches Etikett.
Ich liebe diese Stanze, ich benutze die sehr, sehr oft. Und kann mir jetzt hier eben nur das für dich auswählen. So. Guck mal, ob ich noch ein bisschen höher gehen kann. Nee. Also oben geht dann schon der restliche Text los, aber ich finde, das geht so ganz gut. Stanze mir das einmal aus. Und dann schnappe ich mir noch die kleinen süßen Eulen, die auf diesem Zweig rumhüpfen. Stempel mir die auch einmal ab. Ja, ich hätte es auch schöner stempeln können. Ich mache das nochmal schnell. Und nicht wundern, hier unten ist noch Text, aber wir brauchen nur die Eulen. Also wir stanzen uns dann nachher nur die Eulen aus. Da könnt ihr wirklich sämtliches Restpapier verwenden. Und die male ich mir jetzt kurz an. Und dafür habe ich mir ein paar Blends ausgesucht. Ich habe jetzt hier zwei Brauntöne für die Eulen. Bermuda-Blau, Aquamarin, Himbeerrot und Safrangelb wahrscheinlich, oder? Nee, Osterglocke. Und mit denen koloriere ich mir diese kleinen süßen Eulen mal schnell und nehme euch dann noch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser seht. Ich fange jetzt zum Beispiel mit diesem helleren, das ist glaube ich Elfenbein, nennt sich das, oder? Muss ich selber mal nachschauen, wie heißt denn der? Elfenbein, ja genau. Ich male die alle ein bisschen unterschiedlich. Und der ist so süß, der wo da so, wem die Mütze da abfliegt. Und gehe dann mit dem dunkleren Ton, das ist jetzt Bronze, noch so ein bisschen rein. Bei so ganz feinen Motiven ist es eigentlich besser, wenn man die andere Spitze nimmt. Also ihr habt ja da zwei Spitzen und diese dünnere Spitze ist dann eigentlich besser. Und jetzt möchte ich ja, dass das so ein bisschen verläuft. Also nehme ich noch ein bisschen den helleren Ton und gehe dann nochmal so rein. Und dann verläuft die Farbe super schön und wir haben einen schönen Farbverlauf. Und mit dem Aquamarin male ich jetzt noch die Augen aus. Also wie ihr die Eulen gestaltet, das ist natürlich total euch überlassen. Und mit was ihr das anmalt, ist auch egal. Ihr könnt natürlich auch mit Holzfarbstiften das ausmalen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Orange und nehme jetzt noch den Stampin' Right Marker in Orange für die Schnäbelchen und für die Füße. Dann nehmt ihr einfach, was ihr habt. Und wenn euch jetzt, was ich noch gemacht habe bei meinem anderen, ich nehme noch den Farbaufheller und mit dem gehe ich nochmal in diese Augen rein, dass die noch ein bisschen heller sind, dass die ja nicht zu dunkelblau sind. Irgendwie fand ich das ganz schön. Aber das muss man auch nicht machen. Das macht ihr, wie ihr wollt. Und schon habe ich meine Eulen ganz süß koloriert und die stanze ich mir jetzt auch gleich aus. Ich gehe jetzt nur noch mit der Kamera wieder ein bisschen raus. Dann nehme ich mir jetzt diese kleine süße Stanzform und meine Stanzmaschine. Oh Gott, hier wird es langsam eng. Upsa. Mal gucken, ob das was wird hier. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon seht. Wahrscheinlich nicht so viel. Ich habe echt zu wenig Platz. Also einmal die Eulen. Ich habe hier beim Aufbau die magnetische Platte unten drunter, dann verrutschen mir meine Stanzformen nicht, wenn ich die mal schön hinpositioniert habe. Und kurbel mir das einfach einmal durch. Und bei der neuen Stanzmaschine ist es auch so, dass ihr da keine zweite Acrylplatte mehr braucht. Das ist, finde ich, auch total super. Also da ist der Aufbau einfach dicke Grundplatte, dünne Grundplatte, metallische Platte und eine Acrylplatte. Total klasse. Okay, so und schon sind wir bereit. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir einfach mit einem Papierfalter mein Fähnchen so ganz ein bisschen in Form bringe, dass es einfach so ein bisschen nicht so ganz gerade ist. Das finde ich immer ganz schön. Und dann habe ich mir gedacht, sollen die kleinen Eulen da so ein bisschen drauf hüpfen oder da drauf sitzen auf diesem für dich und der Kleine landet da gerade. Das Schleifchen machen wir noch ein bisschen weiter rüber und ein bisschen kürzer. So.
Und dann nehme ich mir einfach ein Glue Dot, klebe mir meinen Fittich auf. Mache ich jetzt hier relativ weit nach unten, dass hier oben einfach die Eulen noch ein bisschen Platz haben. Bei den anderen habe ich das immer schön in die Mitte geklebt, den Spruch. Und die Eulen, die können auch noch ein bisschen Form bekommen. Also der fliegt ja gerade so an, der darf ein bisschen weiter abstehen. Und die sitzen vielleicht ein bisschen fester. Also die sehen jetzt auch ein bisschen so gewölbt aus. Und da mache ich eben nur auf die hier unten noch zwei Klebepunkte. Und so werden die hier einfach festgemacht. Total süß. Die sind so goldig. Und dann habe ich als letztes kleines Deko-Element einfach noch Perlchen genommen. Wo sind sie denn? Das sind diese hier. Und habe mir hier noch eine kleine Perle aufgesetzt. Ich mache es jetzt auf die andere Seite, die kommt jetzt hier drauf. Und wo ich nicht ganz zufrieden bin, ist mit meiner Wölbung. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen schöner machen. Ja. So, ist ein bisschen besser, finde ich. Also hier seht ihr noch die andere zum Vergleich. Ich finde, die ist einfach so süß. Das ist so eine süße Verpackung und diese Eulen, die machen das natürlich noch süßer. So, ihr Lieben, aber das war's schon. Ich packe mal nochmal alle um mich rum so einigermaßen ins Bild. Ja, ich finde die einfach toll. Wie gesagt, ihr könnt die super schnell noch füllen mit was Leckerem, mit was Kleinem und habe die wirklich schnell gemacht, auch zu Halloween gerade. Das ist immer so eine Sache, wo ich immer nicht so gerne mit einer Big Shot arbeite. Aber ihr habt bei dieser Stanzform, da habt ihr gleich drei Fledermäuse in einem. Ich zeige euch mal ganz kurz, das ist das Happy Halloween. Da sind eben diese Dreier Fledermäuse und dann könnt ihr einfach drei in einem durchkurbeln und dann ist es auch ganz schnell gemacht. Also da, finde ich, kann man sogar mit der Big Shot arbeiten für ganz viele Verpackungen. Und ansonsten natürlich Handstanzen bieten sich immer an, das ist immer toll. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim Ausprobieren und ich bin gespannt, was ihr daraus macht, ob ihr einen kleinen Adventskalender macht. Das ist natürlich auch super süß, wenn man die dann alle so nebeneinander packt. Vielleicht auch in so einer Verpackung, ganz süß. Dann kann man für jeden Tag eins rauswählen. Oder ob ihr es als Gästegoodie benutzt oder eben auch wirklich zu Halloween. Ihr seid da völlig frei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir den Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.